wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter hält aus, so hoffe ich. Herr Bürgermeister ist ja fürs Wetter zuständig und da er ja ein Winzer ist, möchte er auch eine gute Witterung und er hat sicher auch einen guten Draht zum heiligen Petrus und da hat er uns sicher heute ein trockenes Wetter geschenkt. Es ist zwar nicht so warm, aber Hauptsache es regnet nicht. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen aus nah und fern. Zunächst die Weißen Kirchen und dann auch alle Gäste, die Sie hier heute angereist sind. Wir danken dir, Herr, für die Früchte der Erde und für das Walten deiner Vorsehung. Lass auch die Früchte deiner Gnade in uns reifen, Gerechtigkeit und Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres. Segne diese Früchte, die wir dankbar aus deiner Hand empfangen haben und werden. Lass auch die Armen und Hungrigen den Reichtum deiner Güte erfahren und teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Zuerst einmal auch danke für die Worte, die dem Bürgermeister eine gute Verbindung nach oben versprechen sollen. Ich erfordere wirklich herzlichen Dank. Liebe Winzerprinzessin, liebe Birgit, liebe Gäste, liebe Weißenkirchner, ich darf Sie im Namen der Marktgemeinde ebenfalls ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Erntedankfest. Das Erntedankfest in Weißenkirchen ist selbstverständlich einer der wesentlichen Höhepunkte im Jahreslauf. Wir leben vom Wein und die Weingärten sind unsere Lebenslinien sozusagen draußen in den Rieden. Ich darf, und das ist Tradition, die Hüter Chorpublikum, also vor Ihnen allen, angeloben, auf dass Sie von nun an für Recht und Ordnung zu sorgen haben, in den Rieden, die mittlerweile ideell verschlossen sind, darf nunmehr unsere Hirte in unseren vier Ortschaften St. Michael, Lösendorf, Joching und Weißenkirchen vereidigen. Mögen Sie für Recht und Ordnung sorgen. Erich Bayer, Toni Rosenberger, Franzi Schwarz, Rudi Zoffel und Sepp Geid. Sie geloben mir nun Coram Publico für Recht und Ordnung und Rudi Zottel als der älteste Hirte wird nunmehr ideell den Schlüssel zum Weingebirg von Weißenkirchen übernehmen. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Weißenkirchner. Ich darf Ihnen im Namen der Marktgemeinde ein großes Danke für Ihr Kommen sagen. Ich darf all jenen, die so viele Stunden, so viele Muße aufgewendet haben, um all dieses Schöne zu kreieren, ein herzlichstes Dankeschön entgegen. Auch der Drachenmusikkapelle, selbstverständlich den Männern, die Gesangsverein Bachauer und nicht zuletzt unserem hervorragenden, würde ich sagen, Weltklasse Kinderchor. In diesem Sinne, danke. Der Herr sei mit euch.
Liebe Weißenkirchner, liebe Gäste aus nah und fern, vor allem liebe Kinder unseres Kindergartens. Wir haben uns heute versammelt, um Gott Dank zu sagen für die Ernte, die bereits eingebracht worden ist, beziehungsweise für die gute Lese, wo wir wieder dankbar sein dürfen, die jetzt so richtig anlaufen wird.